Hi, ich bin Tommy. Uns hat eine Zuschauerin ein Bild geschickt von ihrem Schlafzimmer und sie braucht Hilfe bei der Umgestaltung, weil sie es nicht ganz so gemütlich findet. Und da haben wir gedacht, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Deshalb habe ich die Interior-Expertin Christina an meiner Seite. Hi, ich bin Christina, Fotografin und Interior-Designerin und ich freue mich sehr auf das heutige Thema, weil wir den Raum in einem Stil umgestalten werden, der mir selbst sehr, sehr gut gefällt und auch bei mir zu Hause in vielen Räumen vertreten ist. Gut, dann legen wir doch direkt mal los. Das sind Fotos vom Schlafzimmer von Michelle. Wie du siehst, es ist relativ leer. Sie ist ganz frisch in das Haus gezogen, wohnt jetzt ungefähr ein Jahr dort und es ist ein bisschen auf der Strecke geblieben. Sie hofft, dass wir ihr helfen können. Man muss vielleicht dazu sagen, das kennen viele von euch, wenn man umzieht, dann ist ein Schlafzimmer vielleicht so der letzte Raum, den man einrichtet. Man fängt meistens mit der Küche oder dem Badezimmer an und setzt da Prioritäten. Und das ist vielleicht auch bei Michelle passiert. Also sie hat natürlich ein Bett und alles versucht, symmetrisch hinzustellen, aber es fehlt ein bisschen Gemütlichkeit und auch die Dekoration. Und das werden wir heute ändern. Wir gestalten das Ganze jetzt digital, haben aber auch einen Beispielraum vorbereitet, wo das Ganze nochmal visuell für euch gezeigt wird. Wenn du an so einen Raum rangehst, was ist deine allererste Idee oder wie gehst du vor? Als allererstes stelle ich mir den Raum leer vor. Ich habe quasi gedanklich mal alle Möbel aus dem Raum rausgeschafft und bei der Wandfarbe, die war ja vorher in so einem Rosé, in so einem Altrosé gestrichen und da habe ich auf so ein schönes Sandbeige zurückgegriffen. Der Stil heißt Nordic Neutrals und geht in so eine sehr schöne skandinavische Richtung. Also es ist schlicht und minimalistisch und clean, aber hat trotzdem so eine Gemütlichkeit und so ein Hüggegefühl. Tatsächlich würde ich auch keine grellen Farben verwenden, also wirklich nur schöne, warme Brauntöne oder Beigetöne. Und apropos Thema Naturmaterialien, auch da habe ich zurückgegriffen beim Teppich. Ich finde es in einem Schlafzimmer ganz schön, wenn man einen Teppichboden hat, also so eine komplette Bodenlandschaft, die gemütlich ist, dass man immer, wenn man aus dem Bett rausgeht mit Barfußfüßen, dieses Gefühl hat von schönem, weichen Boden. Wenn man keinen Teppichboden verlegen möchte, kann man natürlich auch einen Teppich alternativ nehmen und wer es noch gemütlicher haben möchte, kann einen Hochflorteppich wählen. Wenn man jetzt an Dekorationen denkt bei diesem Stil, was kommt da zuerst in deinen Kopf? Also ich finde, was gar nicht fehlen darf, sind Lampen und am liebsten symmetrisch angeordnet, rechts und links neben dem Bett, dass man so einen Hotelcharakter hat. Ich finde das immer super schön und das macht auch so ein aufgeräumtes Bild gleich. Und natürlich auch Kissen, am liebsten ganz viele und die schön sortiert. Ich weiß, es ist ein kleiner Hassel, wenn man abends ins Bett gehen möchte und dann diese ganzen Kissen Stück für Stück runtersortiert. Aber irgendwie finde ich es auch sehr einladend. Warum runtersortieren? Einfach direkt rein ins Bett und reinkuscheln wäre ja auch auf jeden Fall eine Option. Das stimmt. Und was bei Kissen natürlich nicht fehlen darf, sind Decken. Und Michelle hat ja vor ihrem Bett schön so einen länglichen Hocker. Mhm. Und da habe ich auch noch eine Decke integriert, die das Ganze noch ein bisschen kuscheliger macht. Wie kann ich die Grenze wahren zwischen zu viel und gerade genug und nicht zu wenig, so wie der Raum vorher war? Wir haben hier ja schon einen sehr minimalistischen Raum. Also wir haben eine Decke. Das ist noch nicht zu viel. Keine Angst. Gut. Ich würde immer gucken, dass man vielleicht so 2 bis 3 Produkte hat von einer Art. Also zum Beispiel jetzt gerade auch bei den Kissen, die wir auf dem Bett dekorieren, dass man vielleicht 3 unterschiedliche hat, aber dann immer Paare. Mhm. Und solange das jetzt noch in so einem Rahmen ist von so 2 bis 3 Produkten, ist das noch nicht zu viel. Okay. Du hattest ja schon beschrieben, dass es sehr ordentlich und geradlinig ist. Wie kommt es dann, dass man vielleicht auch verschiedene Stile irgendwie miteinander mixt? Wäre das etwas, was hier gehen würde oder würde das komplett dagegen sprechen? Auf jeden Fall. Also ich finde das auch schön, wenn man Stile mixt. Man muss nur darauf aufpassen, dass es nicht zu viele Stile werden. Also ich versuche immer so 2, maximal 3 Stile zu mischen. Also bei 3 Stilen muss man schon gucken, dass es irgendwie Stile sind, die sehr gut harmonieren. Stimmt. Könnte jetzt keine Neonschilder aufhängen, das würde nicht so gut passen wahrscheinlich. Das stimmt. Und ein kleiner Tipp vielleicht, wenn ihr euch nicht sicher seid, welcher Stil miteinander harmonierbar ist, dann kann ich auf jeden Fall sagen, achtet darauf, dass es so die gleiche Farbwelt oder eine ähnliche Farbwelt ist und vielleicht auch eine ähnliche Materialwelt. Man kann natürlich immer so kleine Brüche einsetzen, aber wirklich immer nur so Nuancen und darauf schauen, dass wirklich alles so in einem harmonischen Bild ist. Was mir auch sehr, sehr gut gefällt, ist, wenn man Vorhänge über die gesamte Wandlänge platziert. Also in unserem Fall hat Michelle ja schon ein großes Fenster, aber dass man rechts und links auch wirklich viel Platz lässt, wo der Vorhang richtig atmen kann und Platz hat. Und das am besten immer mit 2 Schals je Seite. Also außen einen etwas dunkleren Vorhang und in der Mitte einen bisschen helleren, durchsichtigen Vorhang. Man kann das dann einfach in 2 Schienen montieren und kann trotzdem dunkel zuziehen, hat aber mit dem mittleren Vorhang noch so eine schöne Luftigkeit. Wenn wir jetzt an Wanddekorationen denken, was könnte denn noch hin, wenn da nicht schon Vorhänge hängen?
Ich finde, eine Bilderrahmenleiste würde sehr gut passen. Die kann man einerseits mittig über dem Bett platzieren, alternativ aber auch zum Beispiel über die gesamte Wandlänge verlaufen lassen. So hat man wieder Platz. Genau. Dann kann Michelle noch mehr Dekorationen drauf platzieren. Und es heißt zwar Bilderrahmenleiste, aber ihr könnt natürlich auch Kerzen oder Vasen drauf platzieren und das Ganze schön luftig gestalten. Damit der Raum nicht so leer ist, welche Deko-Elemente brauche ich da noch unbedingt? Ich finde, dass ein Puff da ganz gut passen würde. Der ist nämlich nicht nur schön, sondern auch praktisch. Du kannst ihn auch als Sitzmöglichkeit nutzen und er ist auch nicht ganz so klotzig, sondern man kann ihn schön in eine Ecke platzieren. Körbe kann ich immer empfehlen für jede Art von Möglichkeit, wo man irgendwie was wegräumen möchte. Ihr könnt da eure Kissen rein platzieren. Ihr könnt auch die Technik von eurem Fernseher dort verstecken. Die Decken, also Körbe sind top. Nur nicht die Decken und die Technik, das könnte eine Gefahr sein. Nein, genau. Für das kleine i-Tüpfelchen habe ich dann noch ein paar Kerzen platziert, ein paar auf der Kommode und auch noch so ein Regal unter dem Fernseher angebracht, wo noch zwei Kerzen sind. Achtet aber bitte darauf, wenn ihr die auf Fellen platziert, dass ihr LED-Lichter benutzt, damit da auf jeden Fall keine Brandgefahr von ausgeht. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich auch die Stile zusammen mixen. Also im Nordischen sind ja sehr viele helle Farben, aber ihr könnt auch dunkle Farben integrieren. Das Wichtige ist nur, dass wenn es dunkle Möbel oder Objekte sind, dass die sehr filigran sind und nicht so wuchtig. So, Tommy, wie gefällt dir das Umstyling? Es gefällt mir wahnsinnig gut. Ich möchte unbedingt, dass du zu mir nach Hause kommst und mir bei meinem Raum hilfst. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr wohlfühlen. Michelle, ich bin mir sicher, dass du dich auch sehr wohlfühlen wirst. Wenn du es umgestaltest, bitte, bitte schick uns Bilder. Wir wollen das unbedingt sehen. Wenn ihr da draußen auch Unterstützung braucht und sehen wollt, wie eure Räume vielleicht aussehen könnten, schickt doch mal ein Bewerbungsbild von eurem Raum an uns. Alle Infos sind dafür in der Infobox. Ihr könnt sogar einen Einkaufsgutschein gewinnen. Ich würde sagen, die nächste Herausforderung wird kommen. Sehr gut. Ich freue mich. Ich mich auch. Macht's gut. Ciao. Tschüss.